So ihr Lieben, seid gegrüßt und recht herzlich willkommen zurück hier auf der Bergische Land zu einer neuen Folge Hof Mainzma. Wir haben, ich kram mal wieder eben schnell mein Tablet aus der Hosentasche hier, in der vergangenen Zeit Gülle ausgebracht, vor allem in den vergangenen Livestreams, aber auch im letzten Video. Ihr seht das sehr schön an den Werten hier, die jetzt, was haben wir hier? 100. 100 Kilo auf dem Hektar, hier sind die Bohrungen entsprechend nicht vernünftig gewesen. 100 Kilo auf dem Hektar Stickstoff haben wir hier ausgebracht und das Ganze muss jetzt natürlich auch eingearbeitet werden. Und darum kümmern wir uns heute. Es gibt noch eine kleine Änderung im Fuhrpark. Wir hatten eine standardmäßige Scheibe drinne, die aber den Stoppelsturz nicht so richtig schön machen konnte. Deshalb habe ich jetzt hier eine Heliodor 9. Lasst mich mal eben schnell gucken. Heliodor 9 600. 6 Meter Arbeitsbreite, 180 PS, braucht das gute Stück. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das sehr gut ziehen können mit unserem 820er. Ja, und ich würde sagen, wir spannen das Ganze jetzt direkt mal an und fahren dann zum Feld hoch. Und da schauen wir einfach mal, wie wir dort arbeiten. So. Machen wir es uns bequem. Die Tür. Ja, machen wir zu. Sicherheitsgründe. Das Lenkrad lasse ich kurz oben. Wir werden heute auch ein bisschen mit GPS arbeiten. Wir sind ja letzten Endes auch im Precision Farming Thema unterwegs. Ne? Ja. Es bietet sich einfach an. Wir haben es auf dem Dach. Ihr seht es ja hier. Ne? Das Müller Track Guide ist das. Das ME Track Guide, so. Und ja, das wollen wir natürlich auch gebührend nutzen, wenn wir es denn schon haben. Nur erstmal muss ich meine Scheibe hier rausbekommen. Das sollte passen. Sehr schön angekoppelt das Ganze. Dann können wir damit auf zum Feld. Wir können am Feld nochmal schauen zum Thema Reifendruck. Ich bin ja, mit was bin ich gefahren jetzt? Unlängst? 1,4 Bar. Und da gab es auch nochmal Kommentare von euch, die da gesagt haben, wirklich bodenschonend ist das nicht mit 1,4 Bar. Ja. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen runter. Dann werden wir vielleicht, ja, da auf dem Acker 1 Bar fahren. Es ist ja auch Gülle drauf. Wir fahren mit der Scheibe. Aber wir wollen ja auch nicht allzu sehr verdichten. Dann nehmen wir einfach den Luftdruck noch ein bisschen runter, ist ja kein Problem. Natürlich muss ich dazu nochmal in die Tastenbelegung, aber das machen wir dann, wenn wir am Feld angekommen sind. Hier links werde ich mit dem Kenner Corona 300 einarbeiten, denke ich. Ihr seht auch, die Schlammlöcher sind etwas verschwunden, weil es doch etwas trockener geworden ist. Seht ihr an diesen hellbraunen Flecken, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, Feuer. Okay, Moment mal. Hier scheint es noch ein Problem mit der Hydraulik zu geben. Oh, jetzt ist hier wieder meine Handytante angegangen. Okay. Wieso komme ich gerade nicht über 18? Ah. Oha. Gut, ausklappen. Das. Anheben das Ganze. Ich würde es ja rauscutten, aber es ist nur mal, wie es ist. Und irgendwie. Ja, jetzt bin ich mit meiner Sitzposition zufrieden. Guter Verkehr hier gerade.
Ich wusste nicht, dass wenn er so abgestellt ist, er das ja absenkt quasi. Das hatte ich, ja, war mir nicht geläufig. Ich dachte, das passt. Na, was soll's, ist ja nichts passiert. Hoppa, Obacht. Ja, wenn wir gleich wieder hier abbiegen, diesmal verfahre ich mich nicht. Sehr schön, und wir gehen schon mal in den Joystick-Betrieb. Hier müssen wir nicht ganz so lang feuern, ja, obwohl. Hier ist nicht viel Verkehr. Dann sind wir auch schon am Feld angekommen. Dann werden wir jetzt gleich nochmal einen kleinen Funktionstest außerhalb des Schleppers machen. Die Fensterscheibe hier hinten können wir eigentlich wieder zumachen. Ah, es ist extrem laut. Was auch cool ist irgendwo. Aber B, brauchen wir es auch einfach nicht. Wir klappen sie erstmal aus. So, sehr schön. Und dann können wir mittels IC hier bei dem 800er auch einen Außentest machen. Die hier mal absenken. Und wieder annehmen. Funktioniert aber auch nur im ausgeklappten Zustand. Ne? Das müsst ihr euch bewusst sein. Das sieht schon mal gut aus. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, boah, 15 km/h werde ich auf jeden Fall einstellen. Ich muss hier mal gucken. Steuerung links, Alt, links, S. Ich habe noch den Stubble Cultivator Mod aktiv. Dann gehen wir einen Fahrbereich niedriger. Tür zu. Also sehen wir hier irgendwo den Tempomat. Ne, hier haben wir den auf 15 km/h. Ja, richten wir uns nochmal neu aus. Ich muss mal hier die Z-Achse eben sperren. So. Na, schauen wir mal, was die Heliodor 8600 hier kann. Ich glaube, ich weiß gar nicht, für welches Projekt ich mir die mal geladen hatte. Die gibt es im Mod-Hub. Auch schon eine ganze Weile. Moment. Machen wir mal den Allrad noch an. Und dann laden wir hier mal durch und ja, funktioniert. Der Stubble Cultivator Mod hat nämlich bei der Standardmaschine irgendwie nicht funktioniert. Und ich finde es ja ganz schön, wenn wir hier Stoppeln und Gülle quasi eineggen, dass wir dann auch so einen Stoppelbruchtextur haben. Ich bin gespannt, Vertex bringt ja selber da noch was raus. Ich bin mega gespannt darauf. Ich freue mich da richtig. Aber jetzt müssen wir erstmal mit dem arbeiten, was wir hier haben und... Das ist dieses gute Stück hier. Und eben der Stubble Cultivator Mod. So hat man wenigstens die Texturunterschiede, ne? Und sieht mal so den Unterschied der Bodenbearbeitung. Ah, dass das hier nicht gleich die gegrubberte Textur ist. Ah, das stört mich dann immer so ein bisschen. Gibt Schlimmeres im Leben, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So, fahren wir hier nochmal eine Bahn zurück und dann gucken wir, dass wir uns irgendwo mittig platzieren. Und das wird dann das GPS erstmal konfigurieren. Also arbeitet das Ganze hier schon ganz gut. Wir sind, ja, um die 15 km/h. Je nachdem, wenn wir hier ein bisschen berghoch müssen,
Er zieht ja 180 PS so in etwa von der Leistungsangabe her. Wir haben 205, also viel Spielraum ist nicht, aber es reicht für die entsprechende Arbeitsgeschwindigkeit, die wir benötigen. Und da bin ich halt an der Stelle auch schon zufrieden, mehr brauch's gar nicht. Sicherlich hätte auch eine kleinere Scheibe gereicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag irgendwie die gezogenen Varianten. Ich weiß auch nicht, mir gefällt das. Ich finde das ganz gut. Und von Lemken bin ich ja sowieso immer so ein... Ja, ich weiß auch nicht, so ein kleiner Fan. Ich glaube, geschuldet von INTS. Okay. Beim Ausheben steppt er mal so ein bisschen in den Boden, weshalb dann die Grobertextur da ist. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ja. Ich denke, wenn wir hier so reingehen, könnte das passen. Wir aktivieren mal unser GPS und gehen mal hier. Ich muss das mal. So, Mensch, so. Und gehen dann mal hier in unser ME-Track-Guide-Menü. Linien haben wir. Die automatische Breite von 6 Metern. Hohe Gewände. Pff. Management 12 Meter. Ja, das müsste soweit passen. Dann gucken wir mal, ob wir zeichnen. Ja, Punkt A haben wir schon gesetzt. Jetzt fahren wir mal ein bisschen. Da hinten sehen wir auch das A stehen. Und am Ende der Bahn setzen wir Punkt B. Hier sehen wir noch die wunderbaren Fahrgassen von Güllefahren. Also die Fahrspur, das plattgefahrene Träumchen. Finde ich gut. Okay, das war hier wahrscheinlich ein bisschen steil, aber naja. Ganz katzengerade sind wir auch nicht. So, setzen wir den nächsten Punkt. Dann haben wir unseren Kurs drin. Und wenn wir jetzt hier einmal wenden. GPS-Lenkung aktivieren. Ah, dann können wir ganz entspannt arbeiten und können schön beobachten, was hier hinten so passiert. Schöne Sache. Darüber hinaus halten wir die 15 km/h. Bei 1900 Umdrehungen. Ein bisschen zu ziehen hat er, ne? Aber das passt. Wir schauen dann gleich nochmal in unser... Ups, was hat er denn jetzt für eine... Achso, da haben wir diesen kleinen Bogen gemacht. Man sollte natürlich, wenn man die Spur zeichnet, gerade fahren. Müssen wir im Nachgang nochmal drüber gehen. Wir schauen uns dann auf dem Farbentablett nochmal das Ergebnis an. Ob jetzt vielleicht dann nochmal was dazugekommen ist, zwecks Einarbeitung der Stoppeln zum Thema Precision Farming, aber ich glaube es mal nicht. So, die Bahn sollte dann jetzt wunderbar passen. Es wäre halt wirklich noch so ein Ding, wenn die Stoppelbearbeitung wirklich vernünftig funktioniert. Mit einer ordentlichen, schönen, eigenen Textur. Plus eben, dass wir ja eine gewisse Nährstoffaufstockung im Boden haben. Das wäre schon der Hammer. Hier haben wir schon ein bisschen Unkraut stehen. Schlecht. Dem geht es jetzt hier auch ein bisschen an den Kragen. 15 km hält er hier. Gemütlichen 1700 Umdrehungen. Gut, fällt jetzt ein bisschen ab. Aber summa summarum kann man da, glaube ich, sehr zufrieden sein. Es ist einfach ein Schlepper, der hat Kraft. Der hat einfach Kraft. Ist so. Es ist einfach so. Hätten wir jetzt den GPS unbedingt benötigt? Nein. Eigentlich auch nicht. Aber, wie gesagt,
Wir haben es mit an Bord und wir wollen präzise arbeiten. Alles, was jetzt hier unpräzise ist, ist natürlich Bedienfehler von meiner Seite aus. Muss man ganz klar so sagen. Ich bin im Übrigen die ganze Zeit komplett im Joystick-Betrieb, ohne Gaspedal und Bremse. Ich verzögere quasi nur über den Vario-Stick und hier natürlich bei mir am Setup über den Joystick die Geschwindigkeit oder verzögere generell das Fahrzeug. Beschleunige es wieder. Die Bahn müssen wir jetzt ja auch nochmal gerade ziehen. Hier scheiben wir nochmal drüber. Aber dann haben wir es entsprechend. Ein bisschen holprig hier an der Stelle. Uiui. Aber pass. Und verzögern wir wieder ein bisschen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal eben das Ergebnis im Farmtablet an. Also verändert hat sich hier von den Nährstoffwerten ja nichts. Also die Einarbeitung von Stoppeln, ja, das ist eine reine Textur. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Na, eingearbeitet haben wir. Den lassen wir hier mal noch ein bisschen laufen. Gehen aber mir hier ein paar Schritte zur Seite. Also, der alte Stubble Cultivator Mod ist halt immer noch eine ganz coole Sache. Die Texturen sind jetzt nicht so schön, aber wir sehen wenigstens einen Unterschied zur gekroberten Geschichte. Und das ist, für mich ist es das schon wert. Probleme haben wir damit im Multiplayer. Das muss man ganz klar so sagen. Auf dem Dedi haben wir ihn runtergeschmissen. Ob es an dem Mod lag oder ob es an was anderem lag im Verbund mit Güllegrubber, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich liegt es oder lag es am Güllegrubber noch. Auf jeden Fall hat das nicht funktioniert. Das sei schon mal gesagt. Das könnt ihr natürlich auch gern ausprobieren. Wir kommen jetzt hier an dieser Stelle zum Ende des Videos. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Hoppala, mache ich einen kleinen Freudensprung. Fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Und ansonsten schreibt mir auch gerne alles in die Kommentare, was euch so auf dem Herzen liegt. Bleibt bitte gesund und munter. Ich hoffe, wir sehen uns bald in alter Frische. Macht's gut. Tschüss.